Willkommen zurück zu Minecraft City Builder. In der letzten Episode haben wir ja hinten dieses kleine, aber sehr feine Hexenhaus gebaut. Da werde ich jetzt immer weiter leveln und verzaubern und dann mal gucken, ob wir dann irgendwann zukünftig da was Schickes bauen können. Darum können wir hier mit Dinkelinkeln. So wie ich es verstanden habe, ergibt es eher Sinn, die kleinen Level zu machen und die dann zu stacken. Damit werde ich, glaube ich, erstmal anfangen, einfach weil es halt schneller geht auch. Und ich dann nicht immer so viel Level verliere, wenn ich drauf gehe. Ja, aber mal gucken. Und eine andere Sache. Ich will eine Art kleines Gefängnis bauen. Und Villager, ey, das ist meiner Kollege. Und Villager herholen. Und das ist so ein bisschen das Ziel für die heutige Episode tatsächlich auch schon. Mobs killen, Level farmen. Und ein mehr oder weniger sicheres Gefängnis bauen. Keine Angst, das Messer, was ich nutze, ist nicht to kill. Das wäre ein bisschen wasted. Das ist tatsächlich einfach ein anderes. So. Wenn ich jetzt von hier. Hier ein bisschen was abfarme. So. Und dann hier anfangen, Kisten zu bauen. Klappt das dann? Nämlich will die eigentlich immer in so Viererblöcken haben. Fünfer. Keine Ahnung, ich sollte erstmal pennen und sterbe gleich wieder. Bro, he mad mad. Ich sammle nur brave Hunde. Oh, Bogenschütze da. Okay. Weg, weg, weg. Ein Level noch, dann können wir mal Verbrennung aufs Schwert knallen. Das lohnt sich dann tatsächlich, glaube ich, auch schon, weil ich dann gucken will, wie ich ein verzaubertes Schwert reparieren kann, actually. Ob und wie das machbar ist. So. Dann wollen wir mal weiter bauen da hinten. Was habe ich noch? Ja, ich habe noch. Was ich nämlich dann brauche, ist ein Eimer, den habe ich jetzt nicht. Naja, den muss ich dann nochmal holen. Gut. Dann wollen wir mal wieder da hinten hin hüpfen. Dann kommt er nämlich dann noch irgendwann früher oder später am Weg hin. Okay, jetzt nochmal nachdenken. Der soll fünfmal Platz haben. Eins. Oh, drei. Dreimal drei ist deutlich besser. Zwei, drei. Okay. Tür. Zack, bumm. So, ich will, dass der Mob sicher ist. Das heißt,
3 hoch, oder? So, dann lasse ich das frei. Dann kommt hier noch einer drauf, noch eine Ebene drauf. Das ist einer meiner Hunde. Nein. Okay. So. Okay. Das kommt weg. Das kommt weg. Kann ich hier rein? Okay. Dann kommt hier in die Mitte eine Leuchte. Dann kommt das wieder zu. Dann kommt hier ein Crafting Table hin. So. Mit dem Kollegen kann ich dann. Slabs bauen. Das Birken. Birkenstufe Slabs. Die kann ich dann. Da oben drauf knallen und dann müsste das eigentlich mobsicher sein, oder? Okay. Also es kann keiner reinkommen eigentlich. Es sei denn, Zombies können durch Zäune schlagen, aber das wäre mir auch neu. Actually kann ich drumherum nochmal Wasser machen eigentlich. Und dann. Bloß geht, nee. Okay, Käfig Nummer 1, dann. Käfig Nummer 2. Da lassen wir 3 frei, oder? 1, 2, 3. Zack. 1, 2, Zaun. 1, 2. Okay, dann wieder 1, 2, 3, 1, weil der Plan ist dann natürlich auch, die Kollegen hierher zu holen und dafür brauche ich Wasserzugang, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich mach's einfach mit dem Wasserzugang. Ich glaube, es ist tatsächlich der einzige Weg. Ich könnte mir noch vorstellen, tatsächlich, dass es mit einer Leine geht. Aber ich weiß nicht, ob ich Villager hier anleihen kann, ehrlich gesagt. Gut.
So. Ich bin manchmal so konzentriert in diesem Spiel, es tut mir so leid. Ne, der ist ein bisschen klein geraten, oder? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, zack. Eins, zwei. So schätze ich, ne? Yes, I guess. I guess so. Okay. Gut, auf dieses kleine Schüttloch hier baue ich ein kleines Lager. Gut, dahin. Was brauche ich nicht? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, Sand brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, hellgraue Wolle brauche ich nicht. Das baue ich eher ab. Sand baue ich eher ab. Gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Das Ding ist halt, wenn die sofort sterben, hat sich das halt null gelohnt. Oder wenn keiner mehr da ist, wäre doch halt super lustig. Okay, Eimer holen. Und irgendwie ein, zwei Stacks. Ja, Steine. Ist, glaube ich, jetzt der Move. Nichts riskieren hier. Gut. Einmal müssten wir hinten haben. Erstmal schlafen. Ein Eimer müsste hinten sein und Steine auch. Okay, gehen wir mal nach hinten durch. Das lohnt sich. Können wir da auch einmal einfach die Sachen da rein ballern. Ziel ist es irgendwann. Also wirklich long, long run, ein automatisches Sort-System zu haben. Aber das ist halt ohne Modpacks so brutal schwer. So, der Eimer. Das heißt, das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Und das kann da rein, das kann da rein. Okay. Back to work then. So, eigentlich will ich noch verzaubern. Egal, mache ich dann. Nur nicht drauf gehen.
Ich kann nicht jeden Hund immer mitnehmen, Leute, das kann ich nicht machen. Das zieht halt einfach so viel Knochenzeit. Wenn ich irgendwie Bock habe auf mehrere, dann muss ich auch eine Unterkunft für die haben und so. Ich hätte schwören können, der hat sich gerade was bewegt, egal. Gut. Gut. So. Dann können wir hier noch mal Sachen reinknallen. Also Wolle. Und hier raus können wir das bauen. Gut. Gut. Wie weit messen wir denn? Dann können wir hier heute an. Holz weg, Holz weg, Holz weg. So, wäre schon geil, wenn das jetzt, wenn die Käfige diese Episode stehen, dann könnte ich nächste Episode den Weg bauen. Und vielleicht schon holen. Ja, wäre vielleicht machbar. Okay. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Und der muss auch weg, oder? Ich glaube, dann können wir erstmal wieder zum Schaufeln übergehen. So war das eigentlich nicht gemeint, aber naja. Ach, der muss auch weg, okay. Ach, im Notfall ist alles Holz, was wir hier holen. So. So, dann lass uns doch erstmal die Käfige aufbauen. Du weg ins Inventar. Und du zurück ins Inventar. So. Okay. Ein, zwei. Eins, zwei. Noch mehr Birkenholz. Habe ich da noch mehr Birkenholz?
muss ich auf ein anderes Holz umschwenken, ist dann auch egal. Hab ich nicht. Okay. Sticks habe ich auch nicht mehr. Gut. Machen wir da mal einen von. Dann machen wir davon welche. Und noch welche. Okay. Gut. Stacken die ist die Frage. Tun sie, okay. Gut. Ich hab noch. Das war jetzt natürlich dumm. Aber 21 wird nicht reichen. Jetzt bin ich aber auf Sticks. Das ist nervig. Es ist eigentlich auch kackegal, oder? Brauche ich irgendwas zum Springen? Okay. Der. Jo, ey, das triggert übel. Okay. Shit. Ach. So, dann bauen wir das mal jetzt einmal fix. Das Gute danach ist nur noch abbauen eigentlich. Da bin ich tatsächlich noch ganz gut positiv gestimmt, dass ich das in dieser Episode noch schaffe, auch wenn es dann ein bisschen länger wird. Was ich eigentlich vermeiden will. Deswegen wird es jetzt wird's natürlich nochmal dunkel. Wenn ich jedenfalls die Decke hier fertig kriege, muss ich danach nur noch abbauen. Aua. Okay, ach komm.
Junge, 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 wenn ich das nochmal hinkriege. Okay, das war ja nicht der Plan, aber egal. Okay. Gut. Gut. Ich glaube, bei dem lassen wir es auch erstmal. Weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was ich jetzt machen könnte, ohne mein Leben zu riskieren. So eine Hütte haben wir gebaut. Damit bin ich schon echt zufrieden, ehrlich gesagt. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich die Kollegen rüberhole, dann lasst doch ein Abo da. Ich nehme die nächste Episode jetzt direkt auf. Die Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bye bye.